Der 18-jährige Fabian Kramer ermordete seine 82-jährige Vermieterin aus reiner Mordlust. Er erledigte sie mit über 50 Messerstichen. Bei seiner Tat trug er eine grausame Maske, die an einen Serienmörder aus dem Horrorfilm Saw erinnern soll. Kramer wurde erst mit seinem 8. Lebensjahr eingeschult. In vielen Fächern wie Mathe und Deutsch war er oft überfordert. Nach seiner Grundschulzeit empfehlen ihm seine Lehrer, dass er die Sonderschule besuchen soll. Doch Fabians Mutter glaubt an ihren Sohn, sodass er seinen Weg nach der Grundschule in der Hauptschule weiterging. In den ersten Jahren wurde er aufgrund seiner leicht motorischen und sprachlichen Störungen von seinen Mitschülern gemobbt. Er hatte nur wenige Freunde und in seiner Klasse wurde er zum Außenseiter. Schließlich vergingen die Jahre und Kramer absolvierte erfolgreich seinen Schulabschluss. Sein Traum war es, ein Sanitäter zu werden. Er begann dafür eine Ausbildung zu absolvieren, aber wurde schon nach der Probezeit entlassen, da ihm zu häufig die gleichen Fehler unterlaufen sind. März 2012 in Bielefeld. Der 18-jährige Teenager wohnt zu Hause bei seiner Mutter. Doch über das kommende Wochenende begab sich seine Schwester zusammen mit seiner Mutter auf Kur. Somit war Kramer zum ersten Mal auf sich alleine gestellt. An einem Samstagabend beschloss er aus Langeweile, sich den Horrorfilm Saw anzuschauen. Der Film beeindruckte Kramer so sehr, dass er so sein wollte wie der darin vorkommende Serienkiller Jigsaw. Also entschied er noch in der gleichen Nacht, sich seine alte Maske vom vergangenen Fasching aus dem Schrank zu holen. Denn die Maske ist nun mal das Markenzeichen des Serienkillers. Anschließend bewaffnete er sich mit einem Küchenmesser und klingelte eine Wohnung weiter bei seiner 82-jährigen Vermieterin. Kurz nachdem seine Nachbarin die Tür öffnete, stürzte er sich aus reiner Mordlust auf sie. Insgesamt hat er auf sein Opfer über 50 Mal eingestochen. Die meisten Stiche setzte er in den Brustkorb. Danach nahm er seine Maske ab und brachte sie zusammen mit seinem Messer zurück in die eigene Wohnung. Kramer ging wieder zurück zur Leiche und alarmierte die Polizei und den Krankenwagen. Am Telefon sagte er der Polizei, sie sollen ganz schnell kommen, jemand würde gerade verbluten. Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie neben der Leiche Kramer vor. Er kniete auf dem Boden und tat so, als würde er versuchen, das Leben seiner Vermieterin zu retten. Bei der Befragung der Polizei gab Kramer an, dass er nur sein Bestes tun würde. Er sei derjenige gewesen, der sich um den Krankenwagen gekümmert hat. Doch Kramer hatte an seiner Kleidung kleine Blutspritzer. Nur wenige Stunden später stellte der Gerichtsmediziner fest, dass Kramer in dem Moment, wo seine Vermieterin getötet wurde, daneben gestanden haben muss. Das Blutbild auf der Kleidung stimmte nun mal in keinster Weise mit der Aussage des Teenagers überein. Denn Kramer gab an, die Leiche so vorgefunden zu haben. Somit wusste die Polizei, dass er lügen würde. Also durchsuchten sie die Wohnung des 18-Jährigen. In einer Schublade fanden sie die blutige Mordwaffe und die Maske wieder. Kramer wurde festgenommen und verhört. Daraufhin wurde er wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Doch bei seiner Befragung bestritt er den Mord und sagte aus, dass er unschuldig sei. Aber auch der Verteidiger Andreas Kloster hatte wenig Hoffnung, die Unschuld seines Mandanten beweisen zu können. So war sich der Richter aufgrund der Beweislage sicher, dass Kramer an der Tat beteiligt war. Er verurteilte ihn zu einer 10-jährigen Gefängnisstrafe. Vom Staatsanwalt wurde Kramer als klare Bedrohung für die Gesellschaft eingestuft. Kramers Verteidiger sagte, bis heute weiß niemand, warum er die Tat begangen hat. Der Teenager wurde neben seinem Gefängnisaufenthalt regelmäßig in die Psychiatrie gebracht. Schon nach wenigen Monaten wurde beim Teenager Alexithymie festgestellt. Menschen mit dieser Störung fehlt die Wahrnehmung eigener Gefühle. Bei der Ursache der Krankheit sind sich aber die Wissenschaftler nicht einig. Es könnte sich dabei um genetische Veranlagungen handeln, vielleicht kann aber auch Alexithymie durch falsche Erziehung entstehen. Einige werden sich jedoch die Frage stellen, warum bekommt Kramer für einen Mord nur 10 Jahre Gefängnisstrafe? Das Strafmaß hat nun mal alleine der Richter zu entscheiden. In diesem Fall wurde Fabian Kramer einem Jugendlichen gleichgestellt und nach dem Jugendstrafrecht verurteilt. So entschied der Richter. Der Angeklagte verfüge nicht über die Reife, die ein Erwachsener besitzt. Die maximale Strafdauer im Jugendbereich beträgt 10 Jahre. In der Regel überprüft ein Richter einmal im Jahr, ob der Aufenthalt des Patienten in der Psychiatrie noch notwendig ist. Er bezieht sich dabei auf Empfehlungen externer Gutachter und der Therapeuten der Klinik. Jedoch gibt es einige Studien, die schlechte Ergebnisse nach mehreren Jahren Psychiatrie aufzeigen. Eine im März 2018 durchgeführte Studie eines Instituts in Essen zeigt, dass 13% der ehemaligen Patienten innerhalb von 16 Jahren erneut schwere Straftaten begehen. Weitere 20% fallen durch kleinere Delikte auf. Gesunde Straftäter haben nach Verbüßung der Strafe das Recht auf Freiheit.
Allerdings wird fast jeder Zweite, der im Gefängnis saß, auf freiem Fuß wieder straffällig. Doch nun bist du wieder gefragt, findest du das Strafmaß gerechtfertigt? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Moses Espinosa soll auf grausame Art seine eigene Mutter erwürgt und getötet haben. Die Leiche zerstückelte er in viele Einzelteile und lagerte sie in seiner Gefriertruhe. 4. Februar 2011 in Los Angeles. Espinosa befindet sich mit seinem Auto auf dem Weg zur Polizei, zum Hunting Park Police Department, um ein Verbrechen zu melden. Unter Schock sagt er den Beamten, dass er der Mörder seiner eigenen Mutter ist. Die Polizei machte sich umgehend auf den Weg und fuhr zur Wohnung des 18-jährigen Teenagers. Schon kurz nachdem die Beamten die Haustüre öffneten, machten sie schreckliche Entdeckungen. Im Flur führte sie eine Blutspur in Richtung Badezimmer, wo die Wände und der Boden mit Plastikfolie bedeckt waren. Dort fanden sie auch eine elektrische Kreissäge, an deren Klinge Knochenstücke, Blut und Fleisch klebten. Die Polizei begann umgehend die komplette Wohnung zu durchsuchen und machte abscheuliche Entdeckungen. In mehreren kleinen Boxen verpackt lag Menschenfleisch in der Tiefkühltruhe. Auch als die Beamten Espinosas Rucksack untersuchten, fanden sie einen Menschenkopf einer Frau vor. Auf der Stirn wurden mit einem Messer verschiedene Kreuze und Symbole eingeritzt. Zudem wurden alle Zähne und auch die Augen entfernt. Dabei handelte es sich ohne Zweifel um den Kopf von Espinosas Mutter Amelia. Doch die Polizei stellte sich nun die Frage, warum Espinosa das seiner Mutter angetan hat. Ein paar Jahre vor der Tat hatte Espinosas damalige Freundin einen Autounfall. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, verstarb aber noch am selben Tag. Für Espinosa war es sehr deprimierend. Das hatte zur Folge, dass er mehrere Monate lang unter schweren Depressionen litt. Espinosa arbeitete in einer Fabrik und lebte zu Hause bei seiner Mutter. Sein Vater trennte sich von seiner Mutter, als er noch ein kleines Kind war. Doch das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn war schon immer sehr angespannt, denn Amelia mochte es nicht, dass ihr Sohn Heavy Metal hörte und an Satan glaubte. Espinosa wurde verhaftet und die Polizei begann zu ermitteln. Nach mehreren Wochen startete der Gerichtsprozess. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass er ein satanistisches Ritual durchführen und ein Opfer bringen wollte. Er häutete, filetierte und zerstückelte seine Mutter. Auch das Datum der 2. Februar, an dem er seine Mutter ermordet haben soll, sieht nach dem satanistischen Kalender ein rituelles Menschen- oder Tieropfer vor. Des Weiteren weisen viele Tätowierungen von Espinosa darauf hin, dass er ein Satanist ist. Staatsanwältin Alexandria Mather sagte, dass dieses Verbrechen nicht aus Versehen oder unüberlegt geschehen ist. Es wurde zum Zweck der Hingabe begangen. Aber Espinosas Verteidiger Jonathan Roberts argumentierte, dass sein Mandant nie in der Lage gewesen wäre, die Tat alleine zu begehen. Er sagte, dass Espinosa nur geholfen hätte, die Leiche zu zerstückeln. Den Mord soll jemand anders begangen haben. Doch Espinosa selbst konnte nie einen Namen der vermeintlichen Mittäter nennen. Er konnte nie beweisen, dass er kein Mörder ist. Auch behauptete Jonathan Roberts, dass die Staatsanwaltschaft mit der satanischen Anbetung übertreiben würde. Denn die heutige Kirche Satans glaubt nicht mehr an Menschenopfer. Auch verfüge Espinosa nicht über das nötige Fachwissen, um einen Menschen alleine zu häuten und zu zerstückeln. Laut dem Gerichtsprotokoll gab Espinosa gegenüber seiner Cousine zu, dass er seine Mutter getötet hat. Er bat sie sogar bei der Beseitigung der Leiche um Hilfe, aber seine Cousine überredete ihn, sich der Polizei zu stellen. Als die Ermittler Espinosa in einem Verhör befragten, antwortete er auf keine Frage. Dennoch weist das Verhalten von Espinosa darauf hin, dass er der Täter ist. Er zeigte keine Reue und keine Traurigkeit. Die Geschworenen sprachen Espinosa wegen Mordes ersten Grades für schuldig. Richter Thomas McNew Jr. verurteilte Espinosa zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe. Nach 25 Jahren Haft bekommt Espinosa wieder die Chance auf Bewährung in Freiheit zu leben. Richter McNew Jr. sagte, "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, um ihr Leben zu verändern, aber sie werden viel Zeit haben, darüber nachzudenken. Für mich ist der Mord ganz oben auf der Liste der widerlichsten und abscheulichsten Fälle." Wie ist deine Meinung zum Urteil von Espinosa? Findest du es gerechtfertigt, dass ein Teenager nach 25 Jahren Gefängnis die Chance auf Bewährung bekommt? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. TJ Lane ist als der Chardon High School Shooter bekannt.
Im Februar 2012 erschoss er drei Menschen, drei weitere verletzte er schwer. Mit seinem T-Shirt mit der Aufschrift Killer sorgte er vor Gericht für reichlich Aufsehen. Auch lächelte er immer wieder die Angehörigen der Opfer an. Lane wurde daraufhin vom Richter zur lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Die komplette Gerichtsverhandlung und den Tatablauf von TJ Lane habe ich dir in einem weiteren Video von mir zur Verfügung gestellt. Den Link dazu findest du in meiner Videobeschreibung und in der Infobox. Nun, Lane hatte nach seiner Verurteilung einen Vorteil. Denn kurz vor seiner Inhaftierung in die Allen Correctional Institution in Lima wurde er als wahrscheinliches Ziel von Gewalttaten im Gefängnis eingestuft. Um Lane davor zu schützen, brachte man ihn in einen anderen Zellenblock, bei dem er sich sicherer fühlen konnte. Nachdem er dort einige Monate verbrachte, stellte er fest, dass es in seinem Zellenblock offensichtlich geringere Sicherheitsmaßnahmen gibt. Schon nach wenigen Wochen freundete er sich mit zwei weiteren Insassen an, mit denen er einen Gefängnisausbruch plante. 11. September 2014. Sobald die drei Häftlinge ihren täglichen Ausgang hatten, setzten sie ihren Plan in Tat um. TJ Lane gelang es mit den beiden Insassen Clifford Operard und Lindsay Bruce in einen abgelegenen Abstellraum, der sich im Keller des Gefängnisses befand, einzubrechen. Dort fanden sie kaputte Stühle, Tische und Schränke aus Holz vor. Sie nahmen die einzelnen Holzstücke und versuchten daraus eine funktionsfähige Leiter zu bauen. Um nicht aufzufallen, gingen die drei Insassen während ihres Ausgangs immer wieder zusammen in zeitlich unterschiedlichen Abständen zum Abstellraum, um dort an ihrer Leiter weiterzuarbeiten. Nach mehreren Monaten konnten sie eine 4 Meter lange Leiter fertigstellen. Doch um endgültig auszubrechen, mussten die drei Häftlinge noch auf den richtigen Moment warten. Nachdem Lane die Wärter und Aufseher längere Zeit beobachtete, entschied er am späten Nachmittag bei ihrem Ausgang den Ausbruch zu starten. Die drei Häftlinge gingen zum Abstellraum, holten ihre selbstgebaute Leiter und marschierten quer über den Innenhof ihres Gefängnisblocks in Richtung Verwaltungsgebäude. Dort angekommen lehnten sie die Leiter an das Gebäude an und kletterten auf das Dach. Da das Verwaltungshaus in die Gefängnismauer integriert war, fiel es den drei Insassen leichter, aus dem Gefängnis zu entkommen. TJ Lane sprang mit den anderen beiden Häftlingen vom 5 Meter hohen Dach auf die andere Seite vom Gefängnis. Danach flohen sie über ein Sojabohnenfeld. Doch die Polizei und die Gefängniswärter konnten nur bedingt rechtzeitig reagieren. Nur wenige Meter entfernt vom Gefängnis konnte man Lindsay Bruce abfangen und zurück in seine Zelle bringen. Nach Lane und Operard wurde aber weiterhin gesucht. Im Moment versuchen wir, viele Einsatzkräfte nach Lima zu bringen, damit wir die Sicherheit der Familien garantieren können. Wir tauschen uns sehr intensiv mit den bundesstaatlichen Behörden und dem Allen County Gefängnis aus. Wir tun alles, um die beiden wiederzufassen. Wir arbeiten an einer Lösung, sodass die Menschen der Gemeinde heute Abend noch in Sicherheit leben können. Die Polizei kündigte in den sozialen Netzwerken ihre Suche an und forderte die Bürger Limas auf, ihre Türen geschlossen zu halten und nicht nach draußen zu gehen. Mit Helikoptern und mehreren Einsatzfahrzeugen suchten die Beamten bis tief in die Nacht nach Lane und Operard. Wir hatten uns auf alles vorbereitet. Ich konnte nicht schlafen. Ich bin im Haus hin und her gelaufen. Ich hatte die Nachrichten-App auf meinem Handy offen und hörte draußen die Hubschrauber. Auch die Kinder hatte ich nicht rausgelassen. Aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wer aus dem Gefängnis ausbrach. Ich habe zwei Jungs und als ich von dem Ausbruch gestern gehört habe, bin ich sehr erschrocken. Man hört immer wieder davon, dass Kinder in der Schule erschossen werden und das passiert immer ganz plötzlich. Normalerweise ist das hier ein ruhiger Ort. Aber dieser Kerl hat Kinder in der Schule ermordet und jetzt ist er wieder draußen. Man fragt sich, warum das ausgerechnet hier passiert. Nur wenige Meter entfernt vom Gefängnis befindet sich eine Werkstatt, bei der Autos repariert werden. Ich habe hier Autos, also ist es naheliegend, hier einzubrechen, um ein Auto zu nehmen und damit auch zu entkommen. Es kommt einem immer wieder in den Sinn, dass es irgendwann passieren würde. Innerhalb der nächsten 9 Stunden konnte man Lane in einem nahegelegenen Waldgebiet mit einer Mistgabel bewaffnet finden. Er ließ sich ohne Gegenwehr zu leisten festnehmen. 3 Stunden später fand die Polizei Operard, der gerade dabei war, sich an einem Lagerfeuer zu wärmen.
Das Polizeirevier in Chardon wurde auf TJ Lane und zwei andere Insassen aufmerksam, die gestern Abend aus der Allen Correctional Facility in Lima, Ohio geflohen sind. Ich kann nun bestätigen, dass TJ Lane jetzt in Gewahrsam ist. Das konnten mir Beamte bestätigen, die bei der Suche beteiligt waren. Wir haben mit den US-Offizieren und den zuständigen Behörden gesprochen. In Lima wurde eine Verhandlung eingeleitet und das Polizeirevier in Chardon wurde kontaktiert. Die bundesstaatlichen Strafverfolgungsbehörden boten uns ihre personelle Unterstützung an, um sicherzustellen, dass unsere Gemeinde sicher bleibt. Ich war sofort in Kontakt mit Dr. Hanlon und seinen Mitarbeitern, um die Sicherheit unserer Schulen zu gewährleisten. Das Polizeirevier in Chardon zeigt weiterhin sichtbare Präsenz und unterstützt Schüler, Lehrer und Mitarbeiter, die am kommenden Montag in die Schule zurückkehren. Doch wie kann es sein, dass die drei Häftlinge unbemerkt ausbrechen konnten? Die Polizei begann kurz darauf, innerhalb des Gefängnisses zu ermitteln. Wir fragen uns, wie sie über die Gefängnismauer gekommen sind. Die Untersuchung dafür läuft gerade. Schon wenige Tage später kamen sie zu einem Ergebnis. Ein Aufseher der Allen Correctional Institution in Lima gestand, dass eine entscheidende Sicherheitskamera defekt gewesen sei. Zudem ist die Außenbeleuchtung um die Verwaltung funktionsunfähig und muss repariert werden. Auch gab es auf dem Dach vom Verwaltungsgebäude keinen Stacheldraht, der das Hochklettern erschweren würde. Die drei Häftlinge wurden sogar von mehreren Wachen gesehen, wie sie mit einer 4 Meter langen Leiter quer über den Innenhof liefen. Jedoch hielten es die Aufseher nicht für wichtig, die Sichtung zu melden. Nach dem Vorfall im Gefängnis wurden bis zu 5 Aufseher entlassen. Um die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, wurde die defekte Kamera repariert, Stacheldraht auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes angebracht und die Empfindlichkeit der Alarmanlage angepasst. Auch wird das Wachpersonal in Lanes Gefängnisblock aufgestockt. Erst 2 Jahre später wurde Lane in ein Hochsicherheitsgefängnis in Ohio versetzt. Ein Gefängnisausbruch scheint nahezu unmöglich zu sein, doch immer wieder schaffen es Gefangene zu entkommen. Warum die Gefängniswärter nicht reagiert haben, obwohl Lane mit den zwei anderen Insassen eine Leiter über den Hof getragen hat, wirft reichlich Fragen auf. Lass mich deine Gedanken zum Gefängnisausbruch wissen und schreibe sie in die Kommentare. Victoria Mendoza hat ihre Freundin Tawny Byrd auf brutale Weise ermordet. Doch vor Gericht sagte Mendozas Verteidiger, dass es nur ein Unfall war. Tawny Byrd wurde in Salt Lake City geboren. Sie wurde als eine sehr freundliche und aufgeschlossene Person beschrieben. Ihre Eltern bezeichneten sie als eine Anführerin und sagten, dass sie einen engen Freundeskreis hatte. Im Juni 2010 wurde Tawny 17 Jahre alt. Nur wenige Tage nach ihrem Geburtstag machte sie mit ihren Freundinnen einen Ausflug. Als sie eine Weile mit dem Auto unterwegs waren, wurden sie von der Polizei angehalten. Die Beamten untersuchten das Fahrzeug und fanden eine Wasserpfeife und Marihuana. Daraufhin wurden sie von der Polizei festgenommen. Auf dem Polizeirevier sagte Tawny aus. Sie übernahm die Schuld für ihre älteren Freundinnen und wurde im Anschluss wegen Besitzes einer kontrollierten Substanz angeklagt. Das Gericht beriet sich über das Urteil der Teenagerin. Tawny wurde zu 90 Tagen in einer Einrichtung zur Behandlung von Verhaltensstörungen verurteilt. Zuerst war sie verärgert und ihre Eltern machten sich Sorgen, dass sie es nicht aushalten würde. Doch dort lernte Tawny eine neue Freundin kennen. Victoria Mendoza. Sie sollte das Leben von Tawny für immer verändern. Victoria hatte eine schwierige Vergangenheit und war nicht zum ersten Mal in einer Jugendstrafanstalt. Zudem kam noch hinzu, dass ihre Mutter an Krebs erkrankte. Tawny und Victoria kamen immer enger in Kontakt. Nach einer Weile wurde die Freundschaft zur Liebe. Tawnys 90 Tage in der Einrichtung endeten im August 2010. Im September wurde auch Victoria Mendoza entlassen. Es schien, als würden die beiden Teenager eine glückliche Beziehung führen, denn Tawny und Victoria verbrachten jede freie Minute miteinander. Sie liebten es, sich schick anzuziehen und am Abend auszugehen. Nach einer Weile kam es zwischen den beiden immer häufiger zu einem Streit. Victoria war sehr eifersüchtig und unsicher. Sie hatte auch Paranoia, dass Tawny wieder Interesse an Jungs bekommen oder sie sogar betrügen würde.
Die Zeit verging und es stellte sich heraus, dass Victoria Tawny mit einem Jungen betrogen hatte. Für Tawny brach eine Welt zusammen. Sie war einfach nur am Boden zerstört. Victoria entschuldigte sich und versprach, alles wieder gut zu machen. Sie postete auf YouTube ein Entschuldigungsvideo. Doch bei Tawny kam das nicht gut an, trotzdem nahm sie die Entschuldigung an. Nach 2 Jahren starb Victorias Mutter an Krebs. Trotz des angespannten Verhältnisses in der Beziehung beschloss Tawnys Familie, dass Victoria bei ihnen wohnen kann. Als die beiden Teenager mit ihren gemeinsamen Freundinnen unterwegs waren, dauerte es nicht lange und es kam zu einem Streit. Dabei schlug Victoria Tawny einen Zahn aus. Vor Tawnys Eltern log Victoria und erzählte nicht, was tatsächlich passierte, sondern sagte, dass es ein Unfall gewesen sei. Victoria stellte sich als sehr manipulativ heraus, aber Tawny verzieh ihr erneut und blieb in der Beziehung. 17. Oktober 2014 in Ogden, Utah. Um 19 Uhr verabredeten sich Tawny und Victoria zusammen mit ihrer besten Freundin Lacey zum Abendessen. Nachdem sie sich zu dritt einen schönen Abend machten, verabschiedeten sich die beiden Teenager am Restaurant von Lacey und fuhren wieder nach Hause. Doch spät am Abend klingelte es in der Notrufzentrale. Eine Anruferin meldete den Mord an einem Mädchen namens Tawny. Bei der Anruferin soll es sich um eine Bekannte von Victoria gehandelt haben. Wenig später traf die Polizei ein und fand Victoria auf dem Fahrersitz vor. Ihre Kleidung und ihre Hände waren komplett mit Blut bedeckt. Victoria zitterte am ganzen Körper. Die Polizei fragte Victoria, ob sie eine Waffe bei sich hat. Darauf antwortete Victoria, ja, mein Messer liegt hier im Auto. Auf dem Beifahrersitz fanden die Beamten Tawny vor. Noch am Tatort wurde sie für tot erklärt. Über 46 Mal wurde mit einem Messer auf Tawny eingestochen. Wir haben die Leiche aus dem Fahrzeug geholt und sofort eine vorläufige Untersuchung durchgeführt. Wir haben die Verletzungen dokumentiert, ohne die Kleidung zu entfernen. Über 23 Stichwunden konnten wir sofort feststellen. Alle davon auf der rechten Seite. Die Stichwunden befanden sich im Gesicht, am Hals, an den Ohren, an den Armen, in der Brust und im Bauchbereich. Victoria wurde umgehend verhaftet und aufs Polizeirevier zur Befragung gebracht. Was konnten Sie bei der Angeklagten beobachten, als sie im Auto saß? Als ich näher kam, sah ich, wie sie vollkommen mit Blut bedeckt war. Haben Sie gefragt, ob sie verletzt ist? Und was hat sie Ihnen gesagt? Sie sagte nein. Hatte sie irgendeine Verletzung? Ja, sie hatte blutige Lippen. Haben Sie gefragt, wessen Blut auf ihrer Kleidung war? Ja, ich habe gefragt, ob es ihr Blut ist. Sie meinte, es wäre ihre Freundin gewesen. Okay, sie sagte also, es sei das Blut von ihrer Freundin. Zuerst plädierte Mendoza auf nicht schuldig und drohte sich umzubringen. Doch ihr Verteidiger versuchte alles Mögliche. Nicht meine Mandantin ist eine Gefahr für die Gesellschaft, sondern die Unterstützer von Mr. Barrett auf der Facebook-Seite. Denn sie sprechen Drohungen an meine Mandantin aus. Sollte ich mir darüber Gedanken machen? Nein, das nicht, aber die Staatsanwaltschaft sagt, dass meine Mandantin ein Risiko oder eine Gefahr für die Gesellschaft ist, obwohl sie es gar nicht ist. Sie ist nicht diejenige, die Drohungen ausspricht. Somit ist es keine Frage mehr, warum die Kaution für Mendoza überhaupt erhöht werden soll. Das ist nicht irgendjemand aus der Pathologie. Es handelt sich hier nicht um einen Mord, denn wir müssen die gegebenen Umstände betrachten. Wir sind alle hier, um unsere Arbeit zu erledigen. Geben Sie mir eine Anweisung und ich werde mit Mendoza sprechen. Ich werde konsequent und sehr deutlich sein, aber das liegt in Ihren Händen. Es gibt keinen Grund, Mendoza zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen, nur weil sie sich einmal falsch verhalten hat. Die Staatsanwaltschaft hatte keine Zweifel, dass Mendoza eine Mörderin ist, denn 46 Messerstiche kommen nicht von einem Unfall. Euer Ehren, ich habe nichts gehört, was unseren Standpunkt zu diesem Zeitpunkt widerlegt. Es wäre lächerlich, wenn wir diese Anhörung nicht durchführen würden. Bei der ersten Verhandlung hatte die Angeklagte noch keinen Anwalt, der sie verteidigte.
Jetzt übernimmt das Mr. Studebaker, der jedoch keine Argumente hat. Wir sind besorgt, weil Mendoza eine Gefahr für andere Personen sein könnte, die in diesem Fall beteiligt sind. Die Angeklagte ist mit dem Opfer Miss Baird auf einer Autofahrt in einen Streit geraten. Mendoza gab an, dass Baird sie geschlagen und an den Haaren gezogen hat. Daraufhin wurde die Angeklagte wütend. Sie schnappte sich ein Messer und stach über 40 Mal auf ihr Opfer. Wenn eine Person ausrastet und bei so einer geringen Provokation so gewaltsam angreift und unverhältnismäßig reagiert, sind wir besorgt um unsere Gesellschaft, dass sie auch erneut wütend werden könnte. Aus diesem Grund bitten wir das Gericht, die Kaution auf mindestens 500.000 US-Dollar zu erhöhen, was im Verhältnis zu einem anderen Mordfall zu diesem Zeitpunkt stehen würde. Mr. Allred, einige der von Ihnen genannten Fakten mögen offensichtlich sein. Aber wer fuhr zum Zeitpunkt der Tat das Auto? Es ist nicht ersichtlich, wir können nicht sagen, wer das Auto gefahren ist. In einer der darauffolgenden Verhandlungen bekannte es sich Mendoza aus eigenem Willen für schuldig. Im Gerichtssaal sagte sie, ich habe keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Das ist der Hauptgrund, warum ich mich schuldig bekannt habe. Ich habe wirklich nichts zu sagen. Ich bin ein Monster. Im Anschluss verurteilte der Richter Victoria Mendoza zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe mit der Chance auf Bewährung nach 23 Jahren. Nun bist du wieder gefragt. Wie ist deine Meinung zu Mendoza und ihrem Urteil? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie mir in die Kommentare. Paris Bennett ist ein diagnostizierter Psychopath, ein Mörder und ein Genie. Im Alter von 13 Jahren ermordete er brutal seine jüngere Schwester Ella. Nachdem er von der Polizei verhaftet wurde, stellte man fest, dass Bennett hochbegabt ist und einen IQ von 141 hat. 2007 in Abilene, Texas. Am Abend des 5. Februar engagierte Mutter Charity eine Babysitterin für ihren 13-jährigen Sohn Paris und ihre 4-jährigen Tochter Ella. Charity musste an diesem Abend in einer Bar arbeiten und konnte nicht auf ihre Kinder aufpassen. Im Laufe des Abends überredete Paris die Babysitterin, vor der Rückkehr seiner Mutter zu gehen. Nachdem er mit seiner Schwester alleine war, ging er in ihr Zimmer. Ella lag in ihrem Bett und schlief bereits, aber Paris sah für sich die perfekte Chance. Ohne lange zu zögern, ging er zu Ella hin und würgte sie. Als seine Schwester dann wach wurde, schlug er ihr mehrmals ins Gesicht. Danach tötete er sie, indem er mit einem Messer 17 Stiche in ihren Körper setzte. Paris wartete nun ein paar Minuten, bis er sich schließlich bei der Notrufzentrale meldete. Abilene 911. Hello? Abilene 911, go ahead. I actually killed somebody. You think you killed somebody? No, I know I did. My sister. Okay, where's your sister now? She's in the bed. Is she breathing? No, I looked. I feel so messed up. Okay, calm down, okay? I want you to stay on the phone with me, okay? Mm-hmm. Now, what's your sister's name? Her name is Ella. Ella Bennett. How old is Ella? 4. She's 4 years old? How old are you? 13. Is she bleeding anywhere? Yeah, she's bleeding all over the bed. Because I stabbed her. What did you stab her with? A knife. Okay, where'd you stab her? Lots of places. Okay, Paris, where's the knife? It's on the bed right there. I didn't mean to. I know, Paris. Okay, I want you to stay calm for me, okay? Listen to me. Paris? Paris? Als die Polizeibeamten eintrafen, wurde Paris verhaftet. Den Ermittlern sagte er, dass er auf seine Mutter wütend war, da sie wieder anfing, Drogen zu nehmen. Daher wollte er jemandem Schmerzen zufügen. Ich erinnere mich daran, dass ich den ganzen Tag wütend war und dachte, dass ich jetzt jemanden verletzen möchte. Und zuerst wollte ich gar nicht komplett durchdrehen. Aber ich dachte an die Babysitterin. Ich dachte daran, die Straße entlang zu gehen und jemanden Unbekannten zu treffen. Ich wollte jemanden Fremden wehtun. Aber ich weiß nicht mehr genau, an welchem Punkt ich beschloss, dass es Ella sein würde. Für ein paar Momente, nachdem es passiert war, schien es fast so, als wäre es ein Traum gewesen.
Ich hatte den Raum verlassen und ich hyperventilierte. Danach bin ich wieder reingegangen und habe Ella dort liegen sehen. Es war für mich wie ein Schlag in die Magengrube und ich dachte, nein, das habe ich nicht getan. Ich habe dann die Notrufzentrale angerufen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dagegen etwas tun muss. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. I woke up and I was hallucinating. You were hallucinating? Yes, and I thought my sister was a demon and I killed her. I want you to start CPR, okay? What I want you to do is take her off the bed. No, I know for a fact that she's dead because Do you want to go ahead and try? It might still help, okay? No, I don't think it'll help because... Come on, Paris, work with me. I know I stabbed her lots of times. Okay. Paris? Yes? Take her off the bed and put her on the floor. Okay, hold on. Please don't hang up. I'm not hanging up on you. I thought she was a demon. Okay. Okay, she's on the floor, but I can't stay here because she's all bloody and Paris, stuff. What I want you to do is I want you to put your hands on her chest, mm-hmm. Okay, and I want you to push 30 times. I want you to count. Okay. All the way to 30, and then blow two breaths in her mouth, okay? Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12. Paris Mutter Charity hörte sich den Notruf ihres Sohnes mehrmals an. Sie konnte es nicht fassen, denn Paris hatte von Anfang an gelogen. Wie sich auch im Nachhinein herausstellte, führte Paris keine Wiederbelebungsmaßnahmen bei Ella durch. Auch das Weinen am Telefon war nur gestellt und nicht echt gewesen. Ich wurde verhaftet, als ich 13 Jahre alt war. Erst mit 33 Jahren kommt für mich die Bewährungsstrafe in Frage. Es ist so, als würde man von Nurse Ratched aus Caseys Roman aufgezogen werden. Man wird von ihnen aufgezogen, während man unter einem Felsen lebt. Man wird immer beobachtet und geprüft. Auch wird von dir erwartet, dass du bestimmte Leistungen erbringst. Dazu gibt es noch Bestrafungen. Es fühlt sich so an, als würde man unter einem Felsen leben, weil man nicht da draußen lebt und nichts mitbekommt. Ich habe keinen Führerschein für das Auto. Ich war auf keinem Abschlussball und habe es nicht mal bis zur Highschool geschafft. Ich hatte nie eine feste Freundin. Ich war noch nie auf einer Party. Und ich war noch nie betrunken. Ich würde das alles als wichtige Erfahrungen im Leben bezeichnen, all diese Momente. Aber das zieht nun alles an meinem Leben vorbei. Ich vermisse meine Familie. Ich vermisse die Familie, die ich hatte und die ich auseinandergerissen habe. Jeden von ihnen vermisse ich. Ich habe Schuldgefühle und Reue zugleich. Nicht, weil ich etwas Dummes getan habe und weggesperrt wurde, sondern weil ich meine Familie vermisse. Ich habe etwas getan, das meine Familie auseinandergerissen hat und ich nicht mehr bei ihnen sein kann. Und all das kann ich hier nicht wieder gut machen. Das ist etwas, was ich am meisten vermisse. Mir würde es nichts ausmachen, hier zu sein, wenn ich wüsste, dass meine Mutter und Ella mich besuchen. Im Alter von 26 Jahren wurde Paris im Gefängnis erneut befragt. Er gab an, dass er das tat, um seine Mutter zu schaden. Er wollte sie quälen und leiden lassen. Paris wusste genau, dass ihr ihre Kinder am wichtigsten waren. Durch die Tat konnte er seiner Mutter beide Kinder gleichzeitig nehmen.
Erinnern Sie sich daran, was geschehen ist, als der Krankenwagen vor dem Haus auftauchte? Ich erinnere mich, dass ein Polizeibeamter am Fenster vom Schlafzimmer vorbeiging und ich weiß noch, wie er vor sich hin murmelte: Oh mein Gott. Er sah, was ich getan hatte. Ich fühlte mich, als würde ich in Scham ertrinken. Denn er wusste, was ich getan habe, aber noch nicht, wie ich es getan habe. Ihre Schwester Ella war noch ein junges Mädchen. Welche Gefühle hatten Sie für Ihre Schwester als älterer Bruder? Wir könnten hier sitzen und den ganzen Tag über meine Gefühle für meine Schwester reden. Ich kann eine Beschreibung meiner ganzen Gefühle in dieser kurzen Zeit mit Ihnen nicht teilen. Ich liebe Sie, und zwar mit meinem ganzen Herzen. Sie sprechen also in der Gegenwart. Ja, aber ich meine, Sie haben Ihre Schwester getötet, und Sie lieben sie immer noch? Ja, das tue ich. Verstehen Sie, was Liebe ist? Ich meine, sind Sie dazu fähig? Ich weiß nicht wirklich, wie ich diese Frage beantworten soll. Und ich sage das nicht, weil es mir schwerfällt oder weil ich stur bin. Es ist eben nicht einfach. Ich kann nicht auf etwas zeigen und sagen, das ist Liebe, aber ich erkenne sie leicht und fühle sie. Warum hatten Sie so eine Wut auf Ihre Mutter? Als Kind habe ich mich oft alleine gefühlt. Nicht nur von meinen Freunden, sondern auch von meiner eigenen Familie. Sie haben das getan, um Ihrer Mutter so viel Schmerz wie möglich zuzufügen. Damit haben Sie Ihr Ziel erreicht, dass Ihre Mutter beide Kinder auf einmal verloren hat, eines durch den Tod und eines durch Inhaftierung. Als Sie Ihre Mutter in völliger Trauer und der Qualen sahen, entsprach die Realität Ihren Erwartungen und Hoffnungen? Nein, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Und einer der Gründe, warum es mir so schwer fällt, darüber zu sprechen, ist, wie ich mich damals gefühlt habe. Ich habe mich völlig von dem entfremdet, was ich damals war. Ich kann einfach nicht begreifen, wie ich jemals denken konnte, dass das Töten meiner Schwester meine Probleme nicht lösen würde. Es ist so, als ob wir hier über eine völlig andere Person sprechen. Es ist, als ob Sie mich bitten, in einen Kopf eines anderen zu klettern und durch seine Augen zu sehen und seine Gedanken zu katalogisieren. Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass die Stiche in Ellas Körper keineswegs unkontrolliert waren. Als Paris damit konfrontiert wurde, erzählte er, dass es sich so anfühlte, als würde er in eine Matratze stechen. Trotz dem tragischen Tod von Ella vergibt die Mutter ihrem Sohn. Nun, ich würde sagen, dass es für meine Erklärung eine Reihe von Gründen gibt. Zuerst denke ich, dass ich als Hilfe für meinen mentalen Zustand einen Punkt erreichen musste, bei dem ich ihm verzeihen konnte. Denn ich konnte so mit meiner wütenden Einstellung nicht weiter herumlaufen. Als er so entschlossen war, mich zu zerstören und mich leiden zu lassen, beschloss ich, dass ich ihm das nicht gönnen würde. Ich wollte mein Leben, meine Macht und meine Kontrolle wieder zurückgewinnen. Und ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber ich liebe meinen Sohn wirklich. Und als er 13 Jahre alt war, hatte ich das Gefühl, dass er noch einen Elternteil braucht, der ihm dabei hilft, im amerikanischen Strafrechtssystem zurechtzufinden. Nein, ich habe Paris klargemacht, dass ich für ihn da sein werde, solange er inhaftiert ist. Aber sobald er entlassen wird, wird er wahrscheinlich nicht mehr in meinem Leben sein. Denn ich fühle mich mit dieser Vorstellung überhaupt nicht wohl. Ich fühle mich nicht wohl, weil er sich nicht verändert hat. Trotzdem denke ich, dass er ohne die Gefängnismauern um ihn herum versucht hätte,
gegen seine Gedanken anzukämpfen. Aber ich glaube nicht, dass er damit Erfolg haben würde. Ich habe mehr Angst davor, dass er wieder durchdrehen würde. Und ich habe Paris das auch so gesagt. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr da sein, wenn er entlassen wird. Ich könnte es einfach nicht. Ich kann im Moment nicht mal darüber nachdenken. Ich würde niemals schlafen können. Ich meine, Paris und ich haben längere Zeit gesprochen. Ich denke, wenn er aus dem Gefängnis kommt, wird er seine Freiheit haben. Er wird seine Freiheit behalten wollen. Aber wenn das Leben anfängt, stressig zu werden, oder es nicht so läuft, wie er sich es vorstellt, oder wenn, er nennt es Wolf, wenn der Wolf aus dem Käfig kommt, wird es für ihn schwierig im Leben. Er ist ein Psychopath, aber auch ein Narzisst. Er ist sehr arrogant und denkt, dass er sich kontrollieren kann. Ich denke aber, er belügt sich selbst. Ich weiß nicht genau, ich habe zwar mit vielen Kriminellen gearbeitet, aber es gibt keine Heilung für ihn. Und selbst wenn es ein Heilmittel gäbe, hat er nicht das Gefühl, dass er ein Heilmittel brauchen wird. Er ist also gefährlich und ich werde meine Entscheidung treffen, wenn es soweit ist. Aber erstmal wird er für eine längere Zeit im Gefängnis sitzen. Paris Bennett wurde zu einer 40-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Nach 20 Jahren hat er die Chance auf Bewährung. Nun bist du wieder gefragt, wie ist deine Meinung zu Paris Bennett? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Der 14-jährige Reginald Lofton und der 21-jährige Jermaine Young werden beschuldigt, den Pizzaboten Shane Varnador in einem Apartmentkomplex in Gwinnett County ausgeraubt und ermordet zu haben. Auf die beiden Täter warten mehrere Jahre Gefängnisstrafe. 1. März 2016, Gwinnett County, Georgia. Am Abend war der 28-jährige Shane Varnador gerade dabei, in Gwinnett County Pizza auszuliefern. Seine nächste Station war das Apartment, in dem sich Lofton und Young befanden. Mit 4 Pizzen bepackt ging er in Richtung Wohnungstür. Kurze Zeit später öffnete der 14-jährige Teenager die Tür und lockte den Pizzaboten weiter in das Apartment. Daraufhin soll Young mit einer Schusswaffe auf Varnador gezielt haben. Und auch ohne lange zu überlegen, soll Young dem Pizzaboten mehrere Schusswunden hinzugefügt haben. Anschließend haben die beiden Täter Varnador ausgeraubt. Danach versuchten sie, die Leiche in der Wohnung in einem Schrank zu verstecken. Die Pizzakartons warfen die beiden hinter die Waschmaschine. Danach entkamen die Täter aus dem Apartment. Doch die Flucht von Lofton und Young endete nach 2 Stunden. Denn nachdem ein Nachbar die Schüsse hörte, alarmierte er umgehend die Polizei. Die Beamten konnten den Tatort sicherstellen und die beiden Mörder fassen. Am nächsten Tag führte die Polizei eine Hausdurchsuchung durch. Neben der Leiche von Shane Varnador und den Pizzakartons wurde auch die Mordwaffe und das Magazin gefunden. In einer Schüssel, gefüllt mit Pfannkuchenmischung, versteckten die Täter ihre Schusswaffe mit Magazin im Kühlschrank. Daraufhin wurden Lofton und Young getrennt voneinander mehrmals befragt. Doch immer wieder machten sich die beiden Täter gegenseitig für den Mord verantwortlich. Bei weiteren Verhören wurden immer wieder kleine Details verändert, jedoch gab keiner den Mord zu. Varnador wurde mehrmals angeschossen und verstarb kurz darauf durch seine erlittenen Schusswunden. Die Polizei konnte anhand der unterschiedlichen Aussagen von Lofton und Young nicht sicherstellen, wer den Abzug betätigt hat. Dazu kam noch, dass beide Täter eine Stunde vor ihrem Mord jeweils ein Bild mit der Mordwaffe machten und es auch auf Facebook veröffentlichten. Auf den Fotos halten Young und auch Lofton die Schusswaffe in ihrer Hand und zielen in Richtung Kamera. Die Gesetze Georgias besagen, dass es bei einer Straftat keine ausschlaggebende Rolle spielt, solange nachgewiesen werden kann, dass ein Verdächtiger bei der Straftat, die zum Tode einer anderen Person führte, Beihilfe geleistet hat. 4 Freunde und die Familienmitglieder von Varnador sprachen vor der Verurteilung von Reginald Lofton über ihren eigenen Sohn Shane. Sie beschrieben ihn als einen hart arbeitenden Mann, der gerne Musik spielte, Videospiele entwarf und als einen friedlichen Typ, der in seinem eigenen Haus keine Wanze töten würde. Ich fragte Reginald, hast du einen Schuss gehört? Er meinte, nein, denn er hatte seine Kopfhörer auf. Richter, ich finde, mein Bruder verdient eine zweite Chance für sein Leben, anstatt ihn ins Gefängnis zu stecken. Helfen Sie ihm. Ich zähle auf Sie.
Doch der Richter Randy Ridge sah in Lofton einen Mörder. Ich wünschte, ich könnte ihnen eine höhere Strafe geben, denn ich denke, sie sind ein kaltblütiger Mörder. Ich hoffe, sie kommen nie aus dem Gefängnis. Sein Freund Jermaine Young wurde wegen Mordes angeklagt, doch er war schon vorher bei der Polizei bekannt, denn in seiner Jugend wurde er mehrmals wegen Raubes und Diebstahls angezeigt. Insgesamt gab es in seiner Personalakte über 22 Einträge. Mr. Young, Sie werden in 3 Fällen wegen schwerer Körperverletzung, bewaffneten Raubes und Mordes angeklagt. Haben Sie das verstanden? Ja, Ma'am. Für Sie ist derzeit keine Kaution festgelegt. Nur das oberste Gericht wird entscheiden und bei Bedarf eine Kaution festlegen. Shane Vanadors Mutter äußerte sich auch zum Tod ihres Sohnes. Ich bin froh, dass Sie diese Typen gefasst und verhaftet haben. Er fühlt keine Reue. Es ist sehr traurig und ich kann mir nicht vorstellen, ohne meinen Sohn zu leben. Die Kriminalpolizei untersuchte den Fall Vanador nochmals gründlich, doch man hatte keine handfesten Beweise für einen eindeutigen Mörder. Daraufhin fand die Gerichtsverhandlung statt, bei dem Reginald Lofton verurteilt wurde. Alles klar, danke. Gerichtsvollzieher, Sie zeigen an, dass Sie ein Urteil bei diesem Fall gefällt haben. Das ist korrekt, Richter. Wenn ich mich recht erinnere, sind Sie aus Abteil 22? Und Sie sind der Sprecher der Geschworenen? Ja. Okay, Sie dürfen stehen und das Urteil verkünden. Verehrte Richter, wir als Geschworene erklären den Angeklagten in Punkt 1 wegen hinterlistigen Mordes für nicht schuldig. Wir als Geschworene erklären den Angeklagten in Punkt 2 wegen schweren Mordes für schuldig. Wir als Geschworene erklären den Angeklagten in Punkt 3 wegen vorsätzlichen Mordes für schuldig. Wir als Geschworene erklären den Angeklagten in Punkt 4 wegen bewaffneten Raubüberfalls für schuldig. Und wir als Geschworene erklären den Angeklagten in Punkt 5 wegen schwerer Körperverletzung für schuldig. Okay, haben Sie unterschrieben und das Datum versehen? Ja, das habe ich. Sie dürfen sich setzen. Vielen Dank. Gibt es eine Anmerkung hinsichtlich der Form des Urteils? Keine? Okay. Gibt es andere Anmerkungen, bevor wir weitermachen? Okay, Mr. Lofton, ich bitte um Verständnis, dass nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Urteil um 60 Tage verschoben wird. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Beamten. Beim nächsten Gerichtstermin wurde das Urteil von Lofton und Young verkündet. Beide Angeklagten wurden jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Jedoch erhalten Lofton und Young die Chance, nach 30 Jahren das Gefängnis zu verlassen und ihr weiteres Leben auf Bewährung fortzuführen. Nach dem Urteil hat Lofton im Gerichtssaal die Chance, seine letzten Worte zu äußern. Er sagte: "Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass mir Ihr Verlust sehr leid tut, aber ich habe Ihren Sohn nicht getötet." Nach dem Urteil äußerte sich Vanadors Mutter Teresa zu Loftons letzten Worte. Seine Worte waren bedeutungslos. Das Einzige, was ihm leid tut, ist, dass er jetzt ins Gefängnis gehen muss. Anschließend wurden Lofton und Young dem Dooley State Prison in Georgia übergeben. Ein Gefängnis, das dafür bekannt ist, vor allem männliche Straftäter aufzunehmen. Aus bis zu 1700 Zellen, aufgeteilt in Zweier- und Dreierkojen, sowie einige Einzelzellen, besteht das Gefängnis. Überwiegend werden dort Mörder und vor allem Sexualstraftäter inhaftiert, deren Straftat nicht mehr für das einfache Bezirksgefängnis zulässig ist. Aber nun bist du wieder gefragt. Wie ist deine Meinung zum Mord an Shane Vanador? Wie hättest du als Richter entschieden, ohne eindeutig nachweisen zu können, wer der Mörder ist? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Der 17-jährige Kyle Rittenhouse erschießt während einer Black Lives Matter Demo 2 Menschen und verletzte eine weitere Person schwer. Vor Gericht gab er an, dass er nur aus Notwehr gehandelt habe und sich nur selbst verteidigt hat. Nach gut einem Jahr Gerichtsverfahren wurde Rittenhouse im November 2021 von allen Anklagepunkten freigesprochen.
August 2020 in Kenosha, Wisconsin. Am 23. August wurde der Afroamerikaner Jacob Blake bei einem Polizeieinsatz in Kenosha von einem Polizeibeamten durch mehrere Schüsse in den Rücken schwer verletzt. Seitdem ist er gelähmt. Der Vorfall erregte im Zuge anhaltender USA-weiter Proteste gegen Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern, insbesondere durch den Todesfall von George Floyd, mediale Aufmerksamkeit. Seit dem Morgen des 24. August begann ein mehrtägiger Protest in Kenosha gegen Rassismus und Polizeigewalt. Doch schon einen Tag später kam auch Kyle Rittenhouse ins Spiel. Der Teenager versammelte sich am 25. August mit Freunden und Bekannten, um im eigenen Namen nach Kenosha zu reisen. Rittenhouse wollte die Zivilisten und deren Eigentum vor den Demonstranten auf den Straßen beschützen, wenn notwendig auch Erste Hilfe leisten. Ausgestattet mit einem Sturmgewehr und mehreren Erste-Hilfe-Kästen im Rucksack und im Auto, fuhr der Teenager mit seinen Leuten in Richtung der Black Lives Matter-Demo. Gegen Vormittag sorgte er dafür, dass mehrere unerwünschte Graffitis an zahlreichen Hauswänden wieder entfernt wurden. Doch die Zahl der Demonstranten wurde immer größer. Knapp 2000 Menschen sorgten auf den Straßen von Kenosha für Chaos. Geschäfte und Ladenbesitzer wurden ausgeraubt, Autos wurden angezündet und der Großteil der Innenstadt wurde verwüstet. Aufgrund der großen Menge an Menschen verlor sich die kleine Gruppe um Rittenhouse aus den Augen. Es dauerte nicht lange und Rittenhouse, der nun alleine durch die Straßen von Kenosha zog, wurde von vielen Protestanten in die Enge getrieben. Viele Menschen sahen Rittenhouse im Alter von 17 Jahren bewaffnet mit einem Sturmgewehr als Provokation an. Sie beleidigten ihn, warfen mit Gegenständen nach ihm und versuchten ihn immer wieder gewaltsam zu überwinden. Doch einer der Protestanten schlug Rittenhouse zu Boden. Während der Teenager mit dem Rücken auf dem Boden lag, griff er nach seinem Sturmgewehr und schoss mehrmals auf 4 Menschen. 2 tötete er, einen verletzte er schwer. Hatten Sie vor dem Ereignis am 25. August 2020 irgendwelche Hobbys? Ja. Ich war ein Schwimmer. Ich habe gerne als Rettungsschwimmer gearbeitet. Ich war viel mit Freunden am Strand unterwegs. Ganz normaler Teenager-Kram. Okay, und waren Sie ein Mitglied einer organisierten Gruppe? Ja, ich war in einer Ermittlergruppe bei der Polizei in Grayslake und ich war ein Feuerwehrmann. Okay, haben Sie dann eine Ausbildung zum Lebensretter oder ähnliches? Ja, ich war ein zertifizierter Rettungsschwimmer. Dazu bin ich ein Schwimmlehrer. Ich kenne mich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung aus. Ich kann mit dem Defibrillator umgehen. Und ich bin über lebensrettende Maßnahmen geschult. Okay, wo waren Sie am 25. August 2020 beschäftigt? Ich wurde von meinem Arbeitgeber aufgrund der Corona-Pandemie beurlaubt und habe kurzzeitig bei Ragplex und Plash & Priory gearbeitet. Okay, Ragplex hier in Kenosha? Ja, genau. Nun, sind Sie in der Nacht des 24. in die Innenstadt von Kenosha gegangen? Nicht direkt in die Innenstadt, aber ich kam nach Kenosha, um zu arbeiten. Nachdem Sie Ihre Schicht beendet hatten, wo sind Sie dann hingegangen? Ich bin zum Haus von Dominic Blacks Stiefvater gegangen. Ich glaube, sein Name ist Scott Dickert. Okay, und wer ist Dominic Black im Verhältnis zu Ihnen? Also Dominic Black und meine Schwester waren mal zusammen. Okay, und wussten Sie am Abend des 24. von irgendetwas, was in Kenosha vor sich ging? Ich wusste, dass am späten Abend Proteste, Demonstrationen und Unruhen stattfanden. Und woher wussten Sie das? Ich habe Videos in den sozialen Medien gesehen. Auf Facebook und auf TikTok gab es mehrere Livestreams. Ich sah, wie Autos brannten. Auch sah ich, wie ein Polizeibeamter angegriffen wurde. Er wurde mit einem Ziegelstein niedergeschlagen. Ich sah, wie ein Matratzenbesitzer niedergeschlagen wurde und ich glaube, sein Kiefer war gebrochen. Er musste anschließend behandelt werden. Und das alles haben Sie am 24. gesehen? Ja. Sind Sie dann zu dieser Zeit in die Innenstadt von Kenosha und haben versucht, etwas dagegen zu unternehmen? Nein, das habe ich nicht. Joseph Rosenbaum war eines der Opfer von Rittenhouse.
Er wurde mit mehreren Schüssen in den Oberkörper von Rittenhouse getötet und verstarb noch auf den Straßen von Kenosha. Rosenbaum drohte Rittenhouse zweimal, ihn umzubringen. Dabei lief er dem Teenager mehrere Stunden hinterher und drohte ihm. Er sagte zu Rittenhouse, wenn er ihn jemals in die Finger bekommen sollte, bringt er ihn um. Beim zweiten Mal drohte Rosenbaum, dass er dem Teenager das Herz rausschneiden würde. Dabei verhielt sich Rittenhouse immer freundlich und zielte auch nicht mit der Waffe auf ihn. Beschreiben Sie Ihre Herangehensweise. Als ich die Sheridan Road hinunterging, hörte ich jemanden schreien. Er sagte, brenne in der Hölle. Und ich antwortete ihm mit, ich bin freundlich, ich bin freundlich. Das tat ich, um sie wissen zu lassen, hey, ich bin nur hier, um zu helfen. Ich bin hier und will keine Probleme machen. Ich will nur das Feuer und den Brand löschen, der entstanden ist. Ich ging weiter und bemerkte, dass die Rückbank von einem Auto Feuer gefangen hatte. Also ging ich zum Auto hin. Ich glaube, sein Name war Joshua Siminski. Er kam auf mich zu mit einer Pistole in der Hand. Ich wollte nur das Feuer löschen, aber dann ließ ich vor Angst den Feuerlöscher fallen und ging einige Schritte zurück. Okay, und als Sie von Mr. Siminski zurückgetreten sind, was war dann Ihr Plan? Mein Plan war es, wieder aus der Situation herauszukommen und die Sheridan Road nördlich hinunterzugehen. Ich wollte das Gebiet wieder verlassen. Okay, und sind Sie dann auch zurückgegangen? Also hatten Sie noch die Möglichkeit dazu? Nein, ich konnte nicht. Beschreiben Sie mir, was dann passiert ist. Sobald ich den ersten Schritt zurückgegangen bin, schaute ich über meine Schulter und Mr. Rosenbaum rannte von der rechten Seite auf mich zu. Dann wurde ich von vorne von Mr. Siminski in die Enge getrieben. Und dann atmen Sie tief durch, Kyle. Okay, meine verehrten Damen und Herren, wir werden nun eine kurze Pause machen. Mr. Rittenhouse, nehmen Sie sich diese Zeit, damit Sie wieder zur Ruhe kommen können. Die Pause setzen wir auf 10 Minuten an. Bitte sprechen Sie in dieser Zeit nicht über den aktuellen Fall. Neben Rosenbaum kamen Anthony Huber und Gage Cruz-Kurz auf ihn zu. Huber schlug mit einem Skateboard in seinen Händen Rittenhouse zu Boden. Cruz-Kurz versuchte den am Boden liegenden Teenager mit einem Tritt ins Gesicht endgültig auszunocken. Doch Rittenhouse konnte schnell genug reagieren und gab mehrere Schüsse auf Rosenbaum, Huber und Cruz-Kurz ab. In diesem Moment schrien andere Protestanten Richtung Rittenhouse Worte wie »Holt ihn euch, tötet ihn, spaltet ihn«. Rittenhouse konnte sich jedoch wieder auf seine Knie erheben und aus der brenzligen Situation entkommen. Dabei versuchte er zur nächsten Polizeilinie zu gelangen, um ihnen mitzuteilen, dass er jemanden erschossen hätte. Es wäre aber Notwehr gewesen, er habe sich nur selbst verteidigt. Trotz erhobener Hände und offenen Handflächen wies ihn die Polizei zurück. Viele Demonstranten gingen Rittenhouse aus dem Weg, um nicht den Verlust ihres eigenen Lebens zu riskieren. Andere hingegen jagten Kyle Rittenhouse durch die Straßen. Letztendlich schaffte er es in die Nähe von seinem Freund Dominic Black zu gelangen. Zusammen verließen die beiden die Demo mit ihrem Auto. Zu Hause angekommen, erzählte Rittenhouse die Geschehnisse seiner Mutter. Anschließend fuhr der Teenager zusammen mit seiner Mutter zur Polizei nach Illinois, um seinen Fall zu melden. Immer wieder wurde Rittenhouse vorgeworfen, er habe die Leute auf der Straße mit seiner Waffe provoziert. Als 17-Jähriger sich auf die Straße von Kenosha zu begeben, fand auch der Anwalt von Rittenhouse Opfer eine schlechte Entscheidung. Guten Morgen, Mr. Rittenhouse. Jeden, auf den Sie geschossen haben, wollten Sie töten, richtig? Ich hatte nicht die Absicht, jemanden zu töten. Ich wollte die Leute nur aufhalten, da sie mich angegriffen haben.
aufhalten, also töten. Ich habe getan, was ich tun musste, um die Person zu stoppen, die mich angegriffen hat, indem sie sie getötet haben. Zwei von ihnen sind gestorben, aber ich habe die Bedrohung durch den Angriff auf mich gestoppt. Ja, ich habe tödliche Gewalt benutzt, von dem sie wussten, dass es sie umbringt. Nein, ich wusste nicht, ob es sie umbringen würde, aber ja, ich benutzte tödliche Gewalt, um die Bedrohung zu stoppen, die mich angegriffen hat. Sie haben absichtlich tödliche Gewalt gegen Joseph Rosenbaum angewendet, richtig? Ja. Sie haben absichtlich tödliche Gewalt an den Mann angewendet, der sie versuchte, ins Gesicht zu treten. Sie haben absichtlich tödliche Gewalt gegen Anthony Huber angewendet, richtig? Sie haben absichtlich tödliche Gewalt gegen Gage Grusskreutz angewendet. Auf Joseph Rosenbaum haben sie 4 Schüsse abgefeuert, richtig? Sie wollten ihn töten, richtig? Ich hatte nicht die Absicht, ihn zu töten, sondern die Person aufzuhalten, die mich angegriffen hat und versucht, meine Waffe zu stehlen. Seit dem 25. August 2020 ist dies das erste Mal, dass sie ihre Geschichte erzählt haben. Seit dem 25. August 2020 haben sie die unzähligen Videos von ihrer Aktion an diesem Tag gesehen, richtig? Ich habe bestimmte Videos gesehen, nicht alle, aber die meisten habe ich während des Prozesses gesehen. Sie hatten auch die Gelegenheit, Artikel zu lesen, in denen Leute Interviews und Ähnliches über die Geschehnisse dieser Nacht geschrieben haben. Ich tue mein Bestes, um das, was Leute im Internet schreiben, zu vermeiden, denn ein Großteil davon ist nicht wahr. Auch besteht der Staatsanwalt darauf, dass Rittenhouse mit 17 Jahren keine Schusswaffe besitzen darf. Zudem ist er sich sicher, dass der Teenager seine Opfer absichtlich getötet hat. Denn laut dem Staatsanwalt hätte Rittenhouse auch eine Pistole verwenden können. Jedoch hat er sich für ein Sturmgewehr entschieden. Er hatte also Größeres vor. Rittenhouse Mutter Wendy unterstützte Kyles Vorhaben und hält während der gesamten Gerichtsverhandlung zu ihm. Ich werde nicht aufgeben, bis Kyle nach Hause kommt. Er hat nichts falsch gemacht, er wurde von einem Kriminellen angegriffen. Die letzte Textnachricht, die ich Kyle geschickt habe, lautete: Wo bist du? Geht es dir gut? Und er antwortete: Ja, mir geht es gut. Das war um 11.30 Uhr, etwa 15 bis 20 Minuten später, wurde ich aus dem Schlaf gerissen. Ich wusste, dass Kyle meine Hilfe braucht. Wenn er nicht die Waffe gehabt hätte, wäre er jetzt tot. Rittenhouse hatte vor, Polizist zu werden. Er unterstützte die Polizei und Blue Lives Matter. Er hat ein Blue Lives Matter T-Shirt. Es ist wichtig für ihn, denn er respektiert sie. Er respektiert die Rechte und die Gesetze. Es war Selbstverteidigung. Er wäre zu Unrecht im Gefängnis. Jeder hat das Recht zu protestieren. Jeder hat auch das Recht zum Gegenprotest. Aber ihr Sohn hatte eine Waffe. Und jeder andere auch. Jeden, den ich auf dem Video gesehen habe, hatte auch eine Waffe. Macht das für sie Sinn? Wissen Sie, wenn mein Sohn keine Waffe hätte, wäre er jetzt tot. Er hat die Waffe, um sich selber zu beschützen. Für Rittenhouse Verteidigung vor Gericht wurden in den USA über 2 Millionen US-Dollar gespendet. Nach 14 Monaten verkündeten die Geschworenen das Urteil vor Gericht. Der Angeklagte wird sich vor den Geschworenen erheben und ihre Urteile zur Kenntnis nehmen. Der Angeklagte Kyle Rittenhouse wurde im ersten Fall wegen Mordes an Joseph Rosenbaum angeklagt. Die Geschworenen befinden den Angeklagten Kyle Rittenhouse für nicht schuldig. Im zweiten Fall Richard McGinnis befinden wir als die Geschworenen den Angeklagten Kyle Rittenhouse für nicht schuldig. Im dritten Fall bei einem unbekannten Mann befinden wir als die Geschworenen den Angeklagten Kyle Rittenhouse für nicht schuldig. Im vierten Fall Anthony Huber befinden wir als die Geschworenen den Angeklagten Kyle Rittenhouse für nicht schuldig. Im fünften Fall Gage Grusskreutz befinden wir als die Geschworenen den Angeklagten Kyle Rittenhouse für nicht schuldig. Mitglieder der Geschworenen, sind das Ihre einstimmigen Urteile oder gibt es jemanden, der mit den Urteilen nicht einverstanden ist? Okay, alles klar, Ihre Arbeit ist hiermit getan. Der damalige Präsident Donald Trump lobte Rittenhouse und wunderte sich, warum es überhaupt zu einer Gerichtsverhandlung kam. Donald Trump sagte, was er durchgemacht hat, das war staatsanwaltschaftliches Fehlverhalten. Er hätte nicht durch den Prozess gehen müssen. Wenn er nicht abgedrückt hätte, wäre er tot gewesen. Denn der Typ, der ihm die Waffe abnehmen wollte, hätte nicht gezögert, auf Kyle zu schießen.
Auch Rittenhouse selbst äußerte sich nach seinem Freispruch. Ich denke, sie haben das richtige Urteil gefällt, denn in Wisconsin stand nicht nur ich vor Gericht, sondern auch das Recht auf Selbstverteidigung. Wenn ich verurteilt worden wäre, hätte niemand mehr das Recht, sein Leben gegen Angreifer zu verteidigen. Wie beurteilst du das Auftreten von Rittenhouse? Findest du es in Ordnung, dass ein 17-Jähriger bei einer Demonstration mit einem Sturmgewehr erscheint? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Christian Fernandez ist als einer der jüngsten Mörder im amerikanischen Bundesstaat Florida bekannt. Im Alter von 12 Jahren hat er seinen 2-jährigen Halbbruder getötet. Aber war es wirklich Mord oder doch nur ein Unfall? Als Fernandez auf die Welt kam, war seine Mutter gerade einmal 12 Jahre alt. Sein 25-jähriger Vater ist wegen sexuellen Missbrauchs seiner Partnerin auf Bewährung frei und spielt für Fernandez keine Rolle. Im Alter von 2 Jahren wurde Christian mitten in der Nacht ohne Kleidung auf der Straße gefunden. Seine Großmutter sollte an diesem Abend auf ihn aufpassen, doch anstatt sich um ihn zu kümmern, setzte sie Christian auf die Straße und ging in ein nahegelegenes Hotel, um dort Drogen zu nehmen. Als Fernandez 8 Jahre alt war, gab es mehrere Gerüchte, die behauptet haben, dass er von seinem Cousin sexuell misshandelt wurde. Im Laufe seiner Kindheit stellte sich heraus, dass Fernandez eine Katze getötet hat und er in der Schule nie aufmerksam war. Zudem wurde Fernandez mit einer schweren Augenverletzung ins Krankenhaus eingeliefert. Angeblich hat ihm sein Stiefvater die Verletzung hinzugefügt. Die Polizei ging dem Fall nach und versuchte, den Stiefvater zur Rede zu stellen. Als die Beamten ihn aufsuchen wollten, fanden sie ihn tot in seinem Haus. Laut dem Gerichtsmediziner handelte es sich um Selbstmord. 14. Mai 2011 in Jacksonville, Florida. Christian Fernandez befindet sich alleine mit seinem 2-jährigen Halbbruder David zu Hause. Seine Mutter Susan war gerade einkaufen. Erst nach einer Stunde kam sie wieder nach Hause. Als Susan nach den beiden Kindern schaute, entdeckte sie David blutüberströmt in seinem Bett liegend. Doch erst nach mehreren Stunden rief sie den Krankenwagen. Die Ärzte stellten fest, dass David einen Schädelbruch, Hirnblutungen und Prellungen am linken Auge und an der Nase erlitt. Im Krankenhaus erlag er wenig später seinen Verletzungen. Doch wie kam es dazu? Außer Christian Fernandez und seinem kleinen Halbbruder David war niemand anderes im Haus. Die Polizei nahm Fernandez vorläufig fest und begann den 12-Jährigen zu befragen. Okay, also sag mir, was wirklich passiert ist. Du hast ihn Bücher tragen lassen? Und was ist dann passiert? Die Bücher sind auf ihn gefallen, als er sie getragen hat? Wohin sind sie denn gefallen? Wie konnten die Bücher auf seinen Kopf fallen, wenn er sie getragen hat? Okay, und was ist dann passiert? Okay, weißt du, die Seite von seinem Kopf ist sehr verletzt. Er hat Blutergüsse und Schwellungen. Auch seine Nase ist geschwollen. Also muss irgendetwas noch passiert sein. Sag mir, was noch passiert ist. Er ist also nie aus dem Hochbett gefallen? Okay, hat er sich jemals den Kopf am Bett gestoßen? Okay, du hast aber irgendetwas gemacht, damit er sich am Kopf verletzt hat. Ja, hast du ihn geschubst? Nein, ob du etwas getan hast, damit er sich am Kopf verletzt hat. Ja, und was ist noch passiert? Nun, er hat die Kopfverletzungen nicht nur von Büchern bekommen. Darum frage ich dich nach der kompletten Geschichte. Weil das kann nicht nur von Büchern kommen. Denn das ist nicht die Wahrheit, Christian. Es ist okay und ich bin auch nicht sauer oder genervt von dir. Ich möchte nur die Wahrheit wissen.
Du brauchst keine Angst zu haben. Die Türen sind zu und hier sitzen nur wir beide. Also es gibt nichts, wovor du Angst haben brauchst. Was genau ist mit David passiert? Was ist noch passiert? Also sag mir genau, was passiert ist und wir sind fertig. Sag mir, was passiert ist, Christian. Wovor hast du Angst? Die Angst, es mir zu sagen? Ich weiß, ich kann es sehen. Hat deine Mutter David etwas angetan? Okay, aber du hast etwas getan. Also sag mir, was passiert ist. Mit was hast du ihn geschlagen? Hast du irgendetwas gegen seinen Kopf geschlagen? Was ist mit seinem Kopf passiert? Und wo befand sich das Bücherregal? Wie hast du ihn geschubst? Und was hat er dir getan, dass du ihn schubst? Und warum hast du ihn dann geschubst? Warst du über etwas sauer? Über was warst du sauer? Du sagst, was dein Stiefvater dir angetan hat? Warum warst du in diesem Moment sauer? Warum hast du es an deinem kleinen Bruder rausgelassen? Gibt es dafür einen Grund? Es war nur, weil er gerade da war? Wie oft hast du ihn gegen das Regal geschubst? Du hast ihn ziemlich hart geschubst. Was denkst du? War das hart? Hast du zu ihm irgendetwas gesagt, als du ihn geschubst hast? Du kannst es mir sagen. Was hast du ihm gesagt? Hast du böse Wörter gesagt? Was dann? Nach längerem Zögern bekannte sich Fernandes für schuldig. Die Staatsanwaltschaft war der Meinung, dass der 12-Jährige vor einem Erwachsenengericht angeklagt werden sollte. Schließlich handelte es sich hier um keinen Unfall, sondern um einen Mord. Denn Fernandes hat absichtlich den Kopf seines kleinen Bruders mehrmals gegen das Regal gestoßen. Vor allem die Staatsanwältin Angela Corey sprach sich dafür aus und befürwortete eine lebenslange Gefängnisstrafe. Es wird ein sehr dramatischer Anblick werden, wenn ein 12-Jähriger vor einem Erwachsenengericht angeklagt wird. Aber die Öffentlichkeit wird das verstehen. Wir haben keine andere Wahl. Ab welchem Punkt geht es zu weit? Ich möchte einfach hart durchgreifen und einen zukünftigen Mord verhindern, denn bei diesem Fall habe ich das Gefühl, wir müssen jetzt eingreifen und das Richtige tun, egal ob die Leute das für falsch oder richtig halten. Trotz seines Alters müssen wir die Öffentlichkeit vor diesem jungen Mann schützen. Doch selbst andere Staatsanwälte, die zwar nicht für den Fall verantwortlich sind, halten die Anklage vor einem Erwachsenengericht zu übertrieben. Sie kritisieren die Aussagen von Corey. Ich halte die Entscheidung für einen Fehler. Ich denke, sie möchte vor dem Sheriff in Phoenix gut dastehen, denn er befürwortet so ein Urteil. Es ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Ich weiß nicht, ob ein 12-Jähriger dazu in der Lage ist, den Vorsatz zu entwickeln, um ihn wegen Mordes zu verurteilen. Die Staatsanwaltschaft um Angela Corey stand stark unter Kritik. In einer Befragung wurde sie von einem ihrer Kollegen vertreten. War es von ihr eine unglückliche Wortwahl? Ich glaube nicht, dass es unglücklich gewählt wurde. Aber woher wissen Sie, dass es ein zukünftiger Mörder ist?
Leider können wir hier einige Informationen und Hintergründe zu diesem Fall nicht preisgeben. Können Sie mit dieser Entscheidung nachts schlafen? Absolut. Ich gehe nach Hause zu meiner Familie, schaue meinem 12-jährigen Sohn in die Augen und finde es richtig, dass wir im Fall Christian Fernandez so vorgehen. Auch die Mutter von Fernandez musste sich vor Gericht wegen unterlassener Aufsichtspflicht verantworten. Des Weiteren stellte die Polizei nach langer Untersuchung fest, dass die Mutter nach Hause kam und den 2-jährigen David nicht ansprechbar vorfand, aber sie 2 Stunden lang den Notruf nicht wählte. Stattdessen legte sie ihm Eis auf den Kopf, informierte sich im Internet über Gehirnerschütterungen und wartete stundenlang darauf, dass der Junge aufwachte, doch das tat er nicht. Nach 2 Jahren Gerichtsprozess wurde Fernandez vor einem Erwachsenengericht für schuldig gesprochen. Die Richterin verurteilte ihn aufgrund seines Alters zu insgesamt 7 Jahren Gefängnisstrafe. Somit kam Fernandez 2018 mit 19 Jahren aus dem Gefängnis. Nun muss er eine 8-jährige Bewährungsstrafe überstehen und soll sich von Personen unter 16 Jahren fernhalten. Verstößt er gegen die Bewährungsauflagen, wird er sehr wahrscheinlich zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Seine Mutter wurde zu einer 10-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Was denkst du? Hat Christian Fernandez eine zweite Chance verdient? Oder wird er früher oder später eine weitere Person umbringen? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Austin Myers und Timothy Mosley sind die Mörder von Justin Beck. Der Grund dafür war der Safe von Justins Stiefvater mit 20.000 US-Dollar, den die beiden stehlen wollten. Koste was es wolle. Timothy Mosley hat Beck mit insgesamt 21 Messerstichen getötet. Nachdem die beiden Mörder gefasst wurden, wurden sie verhört und kamen vor Gericht. Doch die Urteile fielen unterschiedlich aus. Mosley, der mit mehreren Messerstichen den endgültigen Tod von Beck besiegelte, bekam erstaunlicherweise eine mildere Strafe als Myers. Im Januar 2014 tauchten Austin Myers und Timothy Mosley in Waynesville, Ohio, bei Justin Becks Haus auf. Der Plan war, Beck zu töten, die Wohnung auszurauben und an den Safe zu kommen. Myers sollte ihn ablenken, damit Mosley Beck mit einer Garrotte, bestehend aus 2 Griffen und einem Drahtseil, erdrosseln kann. Danach würden die beiden 19-jährigen Becks Leiche entsorgen und sie mit septischen Enzymen übergießen, damit sie schneller verwest. Und fast alles lief nach Plan. Aber nur fast. Myers und Mosley teilten Justin Becks mit, sie wollen mit ihm ein wenig abhängen und dabei Filme schauen. Nachdem sich die 3 Teenager eine Weile unterhielten, lockte Myers Beck in die Küche. Diese Chance nutzte Mosley und näherte sich von hinten an. Er versuchte, Beck mit der Garrotte zu erwürgen. Doch der Draht landete an Becks Kinn und nicht an seinem Hals. Justin wehrte sich und versuchte zu fliehen. Dabei rammte er die beiden Angreifer zu Boden, bis er schließlich selbst auf dem Küchenboden landete. Mosley geriet in Panik und holte sein Taschenmesser heraus. Damit stach er dann insgesamt 21 Mal auf Beck ein. Als das Messer Justins Haut durchbohrte, flehte er Austin Myers um Hilfe an. Timothy Mosley kannte Beck nicht, aber Austin Myers hingegen schon. Myers und Beck waren befreundet, da sie in die gleiche Schule gingen. Doch nach eigenen Angaben von Austin sagte er zu Justin: "Entspann dich, es ist bald vorbei." Das 18-jährige Opfer starb am Blutverlust der vielen Messerstiche. Seine Angreifer säuberten den Tatort. Sie wickelten Becks Leiche in eine Decke und legten sie in einem nahegelegenen Waldgebiet ab. Dort feuerte Myers seinem schon toten und ehemaligen Freund nochmals 2 Kugeln in den Kopf. Als Stiefvater Mark Cates nach Hause kam, konnte er seinen Justin nicht auffinden und meldete sich bei der Polizei. Die Beamten fingen an, nach Zeugen zu suchen. Daraufhin meldete sich eine gut befreundete Nachbarin. Sie beschrieb ein unbekanntes Auto, welches kurzzeitig vor dem Haus von Justin Beck stand. Dem Stiefvater kam das Auto bekannt vor und er konnte so Austin Myers identifizieren. Die beiden Mörder wurden zusammen aufgefunden, von der Polizei festgenommen und getrennt voneinander verhört. Myers und Mosley erzählten den Beamten sehr unterschiedliche Geschichten. Austin behauptet zuerst, dass er an der Tat gar nicht beteiligt gewesen sei. Sein Auto stand vor Justins Haus, da er ihn besucht hat, aber mehr nicht. Anscheinend muss Mosley darauf gewartet haben, bis Austin Myers wieder nach Hause fuhr. Doch Timothy Mosley hingegen kooperierte von Anfang an mit den Beamten und erzählte die Wahrheit. Er einigte sich mit der Polizei und Staatsanwaltschaft darauf, dass sein kooperatives Handeln bei der Urteilsfindung berücksichtigt wird. Er erzählte von Myers Plänen
und welche Belohnung auf sie warten würde. Doch im angesprochenen Safe befanden sich nur ein paar werthaltige Papiere, von den 20.000 US-Dollar war keine Spur. Aber auch gab Mosley bekannt, dass er derjenige war, der 21 Mal auf Beck eingestochen und den Mord begangen hat. Somit konnte sich die Polizei neben der Tatortuntersuchung mit Mosleys Aussagen ein klares Bild schaffen. Knapp 9 Monate später wurden die Urteile verkündet. Im Oktober 2014 wurde Austin Myers zum Tode verurteilt. Ein Termin für die Vollstreckung der Todesstrafe steht jedoch noch nicht fest. Mir tut es leid, dass es passiert ist. Ich weiß, dass es Justin nicht wieder zurückbringt. Aber mir tut es leid. Ich wünsche keiner Familie, dass sie so viel Schmerz und Leid durchmachen müssen wie hier. Wenn sie sich wirklich für meinen Tod entscheiden, wird das nur noch mehr Schmerz und Leid verursachen. Für eine andere Familie. Nicht für mich. Es würde mich nicht verletzen, ich würde nichts spüren. Es würde viel mehr unschuldige Menschen verletzen. Das schreckliche Ereignis von Januar kostet mehr als nur den Schmerz. Aber wenn sie mich töten, wird das nichts ändern. Es wird Justin nicht wieder zurückbringen. Es verletzt nur noch mehr unschuldige Menschen. Ich möchte niemanden mehr verletzen. Alles, was ich sie fragen möchte, ist, ob ich die Chance bekomme, ein besserer Mensch zu werden. Myers Verteidiger versuchte vor Gericht, die Strafe seines Mandanten auf eine lebenslange Haft herabzusetzen. Worum ich das Gericht bitte, ist, die Argumentation bei diesem Urteil zu überdenken. Jemand wie mein Mandant ist ein junger Mann. Er verfügt nicht über die geistige Reife und geistigen Fähigkeiten, um Entscheidungen als Erwachsener zu treffen. Doch der Staatsanwalt hingegen sah das anders. Austin Myers hat die Entscheidung getroffen, einen schweren Raubüberfall mit Mord durchzuführen. Austin Myers war derjenige, der auf dem Video zu sehen war, um für den geplanten Mord Waffen zu kaufen. Alles, was die beiden tun wollten, war so detailliert geplant. Und sie wollten ihn töten. Und genau das war der ausschlaggebende Punkt für die Richter. Er hat all die Entscheidungen getroffen und dadurch nicht nur das Leben von Justins Familie zerstört, sondern auch das von seiner eigenen. So viele Leben wurden dadurch zerstört. All das für nichts. In dem Safe war kein Geld. Sie haben all das für nichts getan. Laut Timothy Mosley versuchte Myers, seine Waffe verschwinden zu lassen. Er wollte die Waffe aus dem Safe nehmen und damit seine eigene Mutter und seinen Stiefvater töten. Und das, nachdem sie Justin Beck ermordet haben. Nur 15 Minuten später. Das wäre sein Plan gewesen. Wir sind froh, dass die Familie von Justin jetzt die Wahrheit weiß. Sicherlich waren die letzten 8 bis 9 Monate durch Myers Lügen schwierig und ich kann mir nicht vorstellen, was sie alles durchgemacht haben. Aber heute haben wir Gerechtigkeit für Justin erreicht. Auch die Eltern von Opfer Justin Beck äußerten sich vor Gericht und in weiteren Interviews. Ich bin hier nicht aufgestanden, um dir zu sagen, wie sehr ich dich hasse. Denn das steht außer Frage. Ich hoffe, jede Nacht, wenn du die Augen schließt, siehst du meinen Sohn Justin. Austin hätte es stoppen können, aber er sagte zu Justin, es ist okay, es ist gleich vorbei. Du hättest so oft deine Meinung ändern können, hast es aber nicht gemacht. Vor allem, als Justin um sein Leben flehte. Timothy Mosley wurde im November 2014 zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Justin hat sich offensichtlich gewehrt. Hat es aber nicht geschafft, uns zu überwältigen. Einen Moment später versuchte Justin uns zu fragen, warum wir das machen. Dabei flehte er um sein Leben. Wir fanden darin nur wertlose Sachen. War es das, was ihr erwartet habt? Nein, überhaupt nicht. Du hättest Austin sagen können, ich kann das nicht tun, aber das hast du nicht. Du hättest aufhören können, als Justin um sein Leben flehte, aber das hast du nicht. Ich werde niemals, niemals verstehen, warum du auf meinen Sohn 21 Mal eingestochen hast, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass er dir nie was angetan hat. Es vergeht kein Tag und keine Nacht, an dem ich mich nicht erinnere, was ich getan habe. Und es gibt dafür absolut keine Entschuldigung. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass es mir wirklich leid tut. Mit Tims Ansprache von heute fällt ein weiteres Gewicht ab. Es ist ein Unterschied, wenn...
wenn es ihm wirklich leid tut. Es bringt Justin nicht wieder zurück, aber es hilft mir ein wenig. Es bringt keinen Abschluss von Justin, aber es hilft mir. Die unterschiedlichen Urteile wurden von der Staatsanwaltschaft begründet. Myers kannte Beck als Freund, Mosley hingegen nicht. Auch hätte Myers Beck helfen können, als er ihn um Hilfe anflehte. Trotz des brutalen Mords kooperierte Mosley von Anfang an mit der Polizei und sagte gegen Myers aus. Myers hingegen versuchte die ganze Tat Mosley in die Schuhe zu schieben. Daher wurde eine Herabsetzung der Todesstrafe von Austin Myers zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe vom Gericht abgelehnt. Wir werden niemals die Möglichkeit haben, sein volles Potenzial als Segler, Ehemann und Vater zu sehen. Justins Familie hat nicht mehr die Möglichkeit, ihren Sohn anzurufen oder mit ihm zu schreiben. Niemand mehr wird Justin nach Hause fahren. Auf die Art und Weise, wie wir Justin kannten, dachten wir niemals, dass so etwas unserer Familie passieren wird. Ohne Justin wird in unserem Leben für immer eine große Lücke bleiben. Austin wird immer in Verbindung mit Justin stehen, da er ihn kannte. Für mich lebt Justin weiter, da ich ihn auf diese Art nicht sterben lasse. Wie ist deine Meinung zu den beiden Mördern? Und welche Urteile hättest du Myers und Mosley gegeben? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Die 18-jährige Isabella Guzman ermordete ihre eigene Mutter. Mit insgesamt 79 Messerstichen in das Gesicht und in den Hals wurde sie massakriert. Vor Gericht grinste Guzman immer wieder bewusst in die Kamera und machte auf sich aufmerksam. Doch schon nach 2 Jahren, nachdem sie ihren brutalen Mord an ihrer Mutter verübt hatte, darf sie sich wieder in die Öffentlichkeit begeben. August 2013, Colorado. Isabella Guzman lebt nach der Trennung ihrer Eltern mit ihrer Mutter Yunmi Hoy und ihrem neuen Mann Ryan Hoy zusammen. Doch seit Guzman 7 Jahre alt ist, kommt es immer wieder vor, dass sie sich mit ihrer Mutter streitet. Meistens ging es der Teenagerin um neue Klamotten, ein neues Handy oder um mehr Taschengeld. In den ersten Jahren nach der Trennung der Eltern fiel es der alleinerziehenden Mutter schwer, alle Wünsche ihrer Tochter zu erfüllen. Sie bemühte sich zwar, doch immer wieder kam es erneut zum Konflikt. Isabella wurde dabei häufig respektlos und spuckte ihrer Mutter sogar ins Gesicht. So kam es, dass Guzman nie wirklich zufrieden war und sich ihre Wut langsam aufstaute. Im Alter von 18 Jahren bedrohte die Teenagerin ihre Mutter mit einer E-Mail, in der sie schrieb, du wirst dafür bezahlen. Hoy geriet danach in Panik und hatte Angst vor ihrer Tochter. Also rief sie die Polizei zu sich nach Hause, die sich mit Isabella unterhalten sollte. So führten die Beamten mit der 18-Jährigen ein Gespräch, bei dem sie ihr deutlich machten, dass ihre Mutter sie bei der nächsten Drohung dem Haus verweisen würde. Wenige Tage nachdem die Polizei mit Isabella gesprochen hatte, schien sich die Lage beruhigt zu haben. Zudem telefonierte Hoy mit Isabellas leiblichen Vater Robert Guzman, der seine Tochter zur Rede stellen sollte. Ich ging zu Isabella, um mit ihr zu sprechen. Wir setzten uns in den Garten und sahen uns die Bäume und die Tiere an. Danach fing ich an, mit ihr über Respekt zu sprechen, den die Kinder vor ihren Eltern haben sollten. Ich habe versucht, ihr klarzumachen, dass sie ihren Eltern gegenüber gehorsam sein sollte, nicht rebellisch, sondern dass sie versuchen sollte, mehr zuzuhören. In dem Gespräch dachte ich, dass sie Fortschritte gemacht hat, aber offensichtlich hat es nichts gebracht, denn Stunden später ist es passiert. Noch am gleichen Tag bereitete sich Guzman auf ihre Tat vor. Sie wartete, bis ihre Mutter von der Arbeit nach Hause kam und nach oben ins Badezimmer zum Duschen ging. Ihr Stiefvater bereitete in der Küche das Abendessen vor. Diesen Moment nutzte die Teenagerin, griff nach einem Messer und lief in Richtung Badezimmer. Ohne lange zu zögern, fing sie an, auf ihre Mutter mehrmals einzustechen. Insgesamt über 79 Stiche setzte sie in das Gesicht und in den Hals ihrer Mutter. Stiefvater Ryan Hoy hörte nur einen stumpfen Aufprall aus dem Bad. Sofort rannte er die Treppen nach oben und versuchte, in das Badezimmer zu gelangen. Doch Ryan konnte nur für einen kurzen Moment seine Stieftochter sehen, ehe sie mit ihrem Rücken gegen die Tür drückte und das Zimmer von innen zusperrte. Es dauerte nicht lange und während Ryan den Notruf setzte, kam schon das Blut unter der Badezimmertür zum Vorschein. Bevor die Polizei eintreffen konnte, floh die 18-Jährige mit ihrem Messer aus dem Badezimmer. Ryan Hoy gab an, dass sie Isabella nie etwas sagen hörte und dass sie nicht mit ihm sprach. Als sie das Badezimmer verließ und an ihrem Stiefvater vorbeiging, starrte sie nur geradeaus und gab kein einziges Wort von sich.
Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie Yun Mihoi nackt und blutüberströmt auf dem Badezimmerboden neben einem Baseballschläger liegend. Eine Autopsie ergab, dass sie 31 Stichwunden im Gesicht und 48 Stichwunden im Nacken erlitten hatte. Die Suche nach Isabella Guzman begann. Ihr Stiefvater sagte, sie habe einen rosa Sport-BH und türkisfarbene Shorts getragen sowie die Mordwaffe mitgenommen. Während der vergeblichen Herzdruckmassage von Ryan bei seiner Frau hatte er schon geahnt, dass sie bereits tot ist, denn sie lag auf dem Boden und starrte ausdruckslos vor sich hin. Guzman wurde am nächsten Tag von der Polizei in einem nahegelegenen Parkhaus gefunden und verhaftet. Einen Monat später fand ihre Gerichtsverhandlung statt. Zu Beginn von Guzmans Anhörung lächelte sie immer wieder absichtlich in die Kamera und zog verschiedene Grimassen. Sie wurde vorerst ohne Kaution festgehalten und ist wegen Mordes ersten Grades und zweier Gewaltverbrechen angeklagt. Die Teenagerin wird als Erwachsene angeklagt und hat somit das Recht auf die Todesstrafe. Die Ermittlungen ergaben, dass Isabella den Mord begann, weil sie psychisch krank war. Das Gericht befand sie aufgrund der Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig und wies sie zur Behandlung in das Colorado Mental Health Institute in Pueblo ein. Das Gericht ordnete an, dass Isabella so lange in der psychiatrischen Anstalt bleibt, bis sie keine Gefahr mehr für sich selbst oder die Allgemeinheit darstellt. Das bedeutet, dass Isabella möglicherweise den Rest ihres Lebens in der Anstalt verbringen wird. Isabella litt seit Jahren an Schizophrenie und verstörenden Wahnvorstellungen. Einem Sachverständigen zufolge hielt Guzman ihre Mutter für eine Frau namens Cecilia, die für die Erlösung der Welt sterben musste. Guzmans Staatsanwalt George Brochler äußerte sich auch zu ihrem Mord. Ich bin davon überzeugt, dass Isabella nicht wusste, was richtig und was falsch war. Auch bin ich davon überzeugt, dass sie angesichts der erheblichen Schizophrenie und der paranoiden Wahnvorstellungen, der hörbaren und visuellen Halluzinationen, die sie durchlebte, gar nicht anders handeln konnte, als sie es tat. Doch schon nach 2 Jahren durfte Isabella die Anstalt für Gruppentherapien und andere Behandlungsformen verlassen. Jedoch muss sie einen GPS-Tracker tragen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit aufhält. Im November 2020 gab Guzman ihre Absicht bekannt, sich in die Gesellschaft wieder einzugliedern. Guzman sagte, die Medikamente hätten sie wieder zurechnungsfähig gemacht. Sie betonte auch, dass sie nicht mehr dieselbe Person ist, die vor all den Jahren ihre Mutter getötet hat. Ich war nicht ich selbst, als ich das getan habe, und seitdem bin ich wieder völlig gesund, sagte sie. Isabella behauptete auch, dass sie aus einem misshandelnden Elternhaus kam. Laut eigenen Aussagen soll sie von ihrer Familie viele Jahre missbraucht worden sein. Guzman glaubt nun, dass sie die Kriterien für eine vollständige Entlassung aus der psychiatrischen Anstalt erfüllt. Sie behauptet, ich bin nicht mehr geisteskrank, ich bin weder für mich noch für andere eine Gefahr. Doch das Gericht lehnte alle Anträge zur möglichen Eingliederung in die Öffentlichkeit ab. Somit wird Guzman vorerst den Großteil ihres Lebens in der psychiatrischen Anstalt verbringen. Nun bist du wieder gefragt. Denkst du, Isabella Guzman könnte wieder jemals alleine und ohne überwacht zu werden in unserer Gesellschaft leben, ohne eine Gefahr für sich selbst und für andere zu sein? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt gerne nachholen. Denn meine nächsten True Crime Stories warten schon auf dich. Also aktiviere auch die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.